Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder einschaltet. Es gibt mal wieder eine Videorezension. Ich habe mal wieder was gelesen von einer Autorin, die mich schon oft sehr begeistert hat, beziehungsweise schon dreimal sehr begeistert hat. Und zwar geht es um Petra Hammesfahr, Als Luca verschwand. Ist ein Roman, ich würde schon fast sagen ein Kriminalroman, ist erschienen im Diana Verlag, ist ein Hardcover und hat knapp 500 Seiten, ja 494. Und der Verlag hat mir das freundlicherweise zur Verfügung gestellt, wo ich mich wahnsinnig drüber gefreut habe, denn das Buch kostet doch 20 Euro. Und bei einem Thriller-Roman überlegt man doch immer ein bisschen hin und her. Jetzt ist es so, die Autorin, die hat mich schon ein paar Mal begeistert. Ich habe von ihr gelesen, Die Lüge, Eine andere Wahrheit oder Die andere Wahrheit und Fremdes Leben. Nee, An einem Tag im November habe ich von ihr noch gelesen und Fremdes Leben. Und die haben mich alle drei begeistert. Und die Paddy von Paddy Loves Books war ja von Der Stille Herr Gennady so begeistert. Und auch das möchte ich demnächst noch lesen, ist auf meiner Wunschliste. Und jetzt ist eben das erschienen. Und dann wollte ich das natürlich haben. Worum geht es überhaupt in dem Buch? Es geht um Mel. Mel ist eine Mutter von zwei Kindern, von zwei Söhnen, von Max und Luca. Sie geht einkaufen. Und während ihres Einkaufs wird Luca, der jüngere Sohn, das Baby, entführt. Es verschwindet einfach so spurlos. Das Interessante an der Tatsache ist, das Baby konnte überhaupt erst entführt worden sein, weil sie es in ihrem Kinderwagen gelassen hat, vor der Drogerie. Im Januar. An einem Tag im Januar hat sie ihr Baby, ich glaube, 9 Monate alt. Irgendwas zwischen 6 und 9 Monate alt. Jetzt komme ich durcheinander. Egal, es ist ein Baby und sie hat es vor der Türe stehen lassen und es wird entführt. Jetzt weiß man natürlich nicht, wer das sein könnte. Steckt sie selber dahinter? Steckt der Vater dahinter? Steckt die Schwiegermutter dahinter, mit der sie sich überhaupt nicht versteht und die auch Umgangsverbot hat mit Luca? Steckt die verrückte Frau in der alten Kleidung, die immer Kinder anspricht, dahinter? Man weiß es nicht. Aber natürlich ermittelt man und je länger man ermittelt, desto schwieriger ist es ja auch, Luca zu finden, weil ihn auch lebend zu finden. Denn er braucht ja auch spezielle Fürsorge, Pflege. Ja, es ist ja auch ein Baby. Jo, das ist soweit der Inhalt. Der Klappentext klang für mich genau so wie eine Geschichte, wie sie eben Petra Hammesfahr richtig gut hinbekommt und richtig spannend hinbekommt. Und ja, das war es halt leider auch schon, denn wir werden in eine Geschichte geworfen. Also das, was so auf dem Klappentext beschrieben wird, das passiert relativ schnell und da kann man auch gut folgen. Jetzt ist es aber so, dass der Schreibstil diesmal so nüchtern und trocken geschrieben ist, ist so richtig spröde, wie wenn ich die Zeitung lese. Also wirklich wie so eine Berichterstattung und ich kann aber nicht 500 Seiten lang eine Zeitung lesen. Wir werden in eine Geschichte geworfen, wo es viele Namen gibt. Wir haben viele Verwandtschaftsverhältnisse, Bekanntheitsgrade, der ist mit dem verwandt, die Ermittler sind irgendwie verwandt. Ich habe mir auch die ganzen Verwandtschaften gar nicht alle gemerkt. Der kennt den und die verrückte Frau ja auch und mit der war ja früher auch irgendwas, als sie die Engelssucherin ist und die Großmutter, die heißt Gabi und der kleine Sohn, der kann ja nicht ordentlich, der kann ja noch nicht ordentlich sprechen. Also spricht er von Mommy, aber man weiß nicht, ist die Mama gemeint oder die Omi. Also man wird so hineingeworfen in eine Geschichte. Ich bin damit ganz, 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 ganz schwer zurechtgekommen. Erstens, also wir haben keine Spannung, weil der Schreibstil eben einfach so trocken ist. Also wenn ich mir einen Polizeibericht durchlesen möchte, dann kann ich das auch tun, da brauche ich nicht so ein Buch. Leider, ja, man hätte halt so viel aus der Geschichte machen können, meiner Meinung nach. Also es sind mehrere Teile aufgeteilt, aber wir haben jetzt nicht direkt Kapitel, sondern wir haben hier zum Beispiel die Polizisten.
Dann haben wir Zeugen, der Verbindungsmann. Dann gibt es zwischendurch mal die Engelssucherin. Also wir haben immer so eine Überschrift und das ganze Buch, diese ganzen 500 Seiten, es sind keine angenehmen Kapitel, die man wenigstens mal liest, sondern es sind wirklich nur Text. Also wir haben das so, wie ich euch das jetzt gezeigt habe, nur Text. Und immer in diesem nüchternen Schreibstil war ganz schwer zu lesen. Ja, das nächste ist, es kam auch für mich irgendwie keine Spannung auf. Also es wurde halt ermittelt, wie halt die Polizei so ermitteln würde. Aber es gab keine, es ist nichts passiert. Also es gab keine Höhen und Tiefen in dem Buch. Der Spannungsbogen war immer gleich. Man hat versucht, die Omi ausfindig zu machen, also die Schwiegermutter. Man hat den Sohn befragt, man hat die Ehe durchleuchtet. Dann haben wir mal so Rückblenden gehabt von der Engelssucherin. Dann die Zeugen eben befragt, die Polizei. Also es ist einfach nichts passiert. Und was mich auch so gestört hat, ist, ich meine, eine Mutter lässt ihr neugeborenes Baby im Kinderwagen an einem eiskalten Tag vor der Türe stehen und sie rechtfertigt das nur so wischiwaschi. Also für mich war halt dann die Schuld auch gleich von Anfang an klar, weil ich mir denke, warum tut eine Mutter sowas? Warum lässt man denn sein Baby an einem Novembertag vor der Drogerie stehen und sie geht ganz in Ruhe Kosmetik shoppen? Was soll denn sowas? Das hat für mich einfach keinen Sinn gemacht. Außer eben die Mutter ist total unkoscher oder da ist was im Busch. Und da wurde in der Hinsicht für mich zu wenig ermittelt, meiner Meinung nach. Also sie war auch denkbar unsympathisch, beziehungsweise ich konnte überhaupt nicht, ich habe momentan eh so ein Händchen für Bücher, wo mir die Protagonisten überhaupt nicht passen. Ich konnte zu keinem Protagonisten irgendwie Gefühle aufbringen. Ja, vielleicht noch für Luca, aber er war das Baby und er war ja entführt und wir wussten ja nicht, wo. Oder für Max, aber, oder Max, für das kleine Kind von, also das andere Kind von Mel. Ja, also ich konnte leider mit diesem Buch gar nichts anfangen. Ich war wirklich so enttäuscht und ich kann halt, ich wollte auch das Buch ein paar Mal abbrechen, wenn ich ehrlich bin, aber ich wollte dann letztendlich trotzdem wissen, was mit Luca geschehen ist. Und ja, die Aufklärung war für mich sehr vorhersehbar. Für mich. Ich spoilere natürlich nicht. Nicht mal da gab es eine Überraschung und ich habe dann noch auf so einen Aha-Moment gehofft. Ich werde aber der Autorin natürlich weitere Chancen geben, weil sie hat mich ja schon dreimal begeistert. Und jetzt war das halt mal ein Griff ins Klo für mich. Leider, es tut mir so wahnsinnig leid, weil das war mal wieder so eine Geschichte, die wollte ich gerne mögen, weil auch der Klappentext so spannend klang. Es würde mich mal interessieren, habt ihr das schon gelesen? Wollt ihr das noch lesen? Eure Meinung auf jeden Fall. Ich möchte es jetzt noch nicht ausziehen lassen, ich möchte das Buch noch ein bisschen bei mir wohnen lassen und das nochmal auf mich wirken lassen. Aber so, ich habe mich wirklich ganz, ganz, ganz schrecklich gelangweilt. Ich kann leider nur so 2 bis 3 Sterne geben. 2 Sterne eher, weil ja, es war einfach alles so zu viel des Guten und ich habe die Spannung oder das Interessante, diese interessante Gestaltung aus ihren anderen Büchern, habe ich wirklich vermisst. Aber es kann einem ja nicht immer jedes Buch gefallen von dem Autoren und das fand ich jetzt leider für mich sehr schwach. Ja, wie gesagt, wenn ihr schon was von Petra Hammesfahr gelesen habt, empfehlt mir das doch bitte mal in den Kommentaren, schreibt mir das. Und ansonsten dürft ihr mir auch gerne wieder eine Geschichte empfehlen, wo es um Kinder geht, um verschwundene Kinder, die spannender ist als jetzt dieser Roman. Ich bin jetzt hier raus und ich hoffe, euch hat meine nicht ganz so begeisterte Videorezension trotzdem gefallen. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!